Der französische Wissenschaftler Nicolas Carnot stellte sich einen umkehrbaren Zyklus mit zwei isothermen und zwei adiabatischen Umwandlungen vor. Eine Umwandlung ist isotherm, wenn dabei die Temperatur konstant bleibt, und eine Umwandlung ist adiabatisch, wenn dabei die Wärmemenge konstant bleibt. Der Zyklus von Carnot ist praktisch nicht realisierbar, er ist also theoretisch, aber dessen Schlussfolgerungen sind bei allen Motoren anwendbar. Wir stellen den Zyklus von Carnot in einem Diagramm PV grafisch dar. P für Druck, V für Volumen. Wir starten an diesem Punkt A. Zuerst nehmen wir eine isotherme Entspannung vor. Von A zu B bleibt die Temperatur also konstant, aber wir fügen eine Wärmemenge Q1 hinzu, also steigt die Wärmemenge. Wir sehen im Diagramm, der Druck nimmt ab und das Volumen nimmt zu. Deshalb Entspannung und deshalb auch Pfeil nach oben. Jetzt geht's weiter am Punkt B. Wir nehmen jetzt eine adiabatische Entspannung vor. Das heißt, von B zu C bleibt die Wärmemenge konstant, aber die Temperatur sinkt. Wir sehen im Diagramm, der Druck nimmt ab und das Volumen nimmt zu. Deshalb also Entspannung und deshalb auch Pfeil nach oben. Jetzt geht's weiter am Punkt C. Von C zu D nehmen wir eine isotherme Verdichtung vor. Isotherm heißt, von C zu D bleibt die Temperatur konstant, aber wir entnehmen der Substanz eine gewisse Wärmemenge Q2. Das heißt, die Wärmemenge sinkt. Wir sehen im Diagramm, der Druck nimmt zu und das Volumen nimmt ab. Deshalb also Verdichtung und deshalb auch hier Pfeil nach unten. Jetzt die letzte Etappe. Wir kehren von D zu A zurück und das adiabatisch, das heißt die Wärmemenge bleibt konstant. Von D zu A steigt aber die Temperatur. Im Diagramm können wir leicht erkennen, der Druck nimmt zu und das Volumen nimmt ab. Deshalb eine adiabatische Verdichtung und deshalb auch hier Pfeil nach unten. Der Wirkungsgrad einer Maschine wird allgemein definiert durch die gewonnene Arbeit geteilt durch die zugeführte Energie. Nicolas Carnot konnte beweisen, dass der Wirkungsgrad für seinen theoretischen Zyklus berechnet wird durch die höhere Temperatur T1 minus die niedrigere Temperatur T2 geteilt durch die höhere Temperatur T1. Also kann man den Wirkungsgrad vom Zyklus von Carnot berechnen durch 1 minus T2 geteilt durch T1. Auch konnte Carnot beweisen, dass dieser Wirkungsgrad der maximale Wirkungsgrad ist, der auftreten kann, was also bedeutet, dass jeder reelle Wirkungsgrad kleiner sein muss als dieser maximale Wirkungsgrad. Wir bezeichnen einen Wirkungsgrad mit Eta und diesen maximalen Wirkungsgrad mit Eta Index Max.